Sie wollen heute einen Weltrekord aufstellen, die Profis der SV Ried. Aber nicht beim Fußballspielen, sondern beim Dart. Eine Ausnahmesituation in der Josko Arena. Ja, sie sind alle extrem engagiert, geben alle ihr Bestes. Ja, die einen machen es ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter, aber ich glaube, der Wille zählt und ich glaube, wir werden einen guten Rekord aufstellen. Gemeinsam mit 11 Sportlern des Dartvereins Wels werfen die Kicker die Pfeile in Richtung Scheibe. Dabei zählt, so viele Punkte wie möglich sammeln. Das Ziel für den Weltrekord: mehr als 250.000. Gespielt werden zwei Halbzeiten, wie im Fußball quasi. Die Burschen spielen jetzt die ersten 45 Minuten und schauen, dass sie mal einen guten Punktepolster machen, ja? Dass die zweite Gruppe es noch etwas leichter hat. Wir möchten unbedingt schauen, dass wir 300, vielleicht knapp 400.000 schaffen. Das war halt auch super. 250 ist Limit. Auf 11 Dartscheiben sammeln sich die Punkte. Um ihr Ziel zu erreichen, kommen die Fußballer ganz schön ins Schwitzen. Das Wichtigste ist Fokus und Konzentration. Ich glaube, einmal nicht gescheit aufpassen, ist der Dart irgendwo, und das hat man heute auch oft gemerkt. Nein, hat richtig Spaß gemacht und aber trotzdem sehr, sehr anstrengend. Und dann sieht man schon, dass es nicht so einfach ist, wie es im Fernsehen ausschaut. Für Kicker und Dartprofis geht es an diesem Tag aber nicht nur um den Eintrag ins Guinness-Buch der Weltrekorde. Es geht um herzkranke Kinder und ich denke, es ist nichts Schöneres, als sozusagen die Bekanntheit eines Fußballprofis zu nutzen, um für eine gute Sache zu kämpfen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir sind total begeistert über dieses Engagement, über diese Herzlichkeit vom Dartsportverein und vom Fußballclub, die einfach Herz zeigen. Wir finanzieren ja alle unsere Projekte und unsere Arbeiten rein über Spendengeldern, und so ist dieser Beitrag heute auch ein sehr wertvoller Beitrag. Insgesamt landen 12.000 Euro im Spendentopf für die Herzkinder. Auch der Weltrekord gelingt, und zwar deutlich. Statt der angepeilten 250.000 erreichen die Fußball- und Dartprofis fast das Doppelte. 482.279 Weltrekord.